In die Kamera gucken. Tschüss. Wir haben nach der Niederlage gegen Mainz nur noch theoretische Chancen auf die Relegation gehabt. Und als Fan in der Corona-Zeit, wenn du keine Chance hast, ins Stadion zu gehen, um deine Mannschaft zu supporten, überlegst du dir halt, ey, verdammt, was kann ich machen? Und da habe ich mich an meine Kreisliga-Zeit zurückerinnert, wo man gerne mal Konkurrenten versucht hat, mit einer Kiste Bier irgendwie zu motivieren. So ist die Idee entstanden. Wir haben den Tweet dann eingesetzt, haben ja mehr oder weniger auch launig gesagt, pass auf, 5 Kisten für euch, Unioner, wenn ihr es packt. Hier aus der Fuß frei und schießt in den Winkel, das ist das 1:0 für Werder, Tor! Nein, der war nicht über der Linie, der war... Tor in Berlin! Tor in Berlin, Markus, 1:0 für Union! Lass mich doch Rashica im Strafraum, mich doch Rashica schießt und trifft! Das soll es nicht gewesen sein, aber das 3:0! 3:0 durch Niklas Füllkrug, ich dreh durch! Milot Rashica, der geht jetzt mit großen Schritten und seiner Geschwindigkeit zieht ab und Pfosten, der Schuss, Klaassen, der ist drin, aber ist abseits, kein Abseits, Markus, das Ding zählt. Tor durch Davy Klaassen. Da ist mit der Ball in die Spitze von Theodor Gebreselassie, der bringt den Ball in den Rückraum und der Ball ist drin, der Ball ist drin, Yuya Osako, jetzt geht ja wirklich alles. Das 5:0 für Werder Bremen, ist es denn zu fassen? Mit Milot Rashica, das ist Josh Sargent, er trifft! Das 6:1 für Josh Sargent für Werder Bremen! Meine Güte, da waren wir mit den Augen gerade in Berlin und haben geguckt, ob die Fortune da nochmal rankommen. Und dann trifft Josh Sargent zum 6:1. Ich war nur ein Jahr bei Werder, aber dieses ein Jahr für mich war meine beste Saison. Diese Atmosphäre von dem Stadion, in die Kabine, die Mitarbeiter, mit den Fans. Also. Da haben sich innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb einer Stunde oder so, noch im Vorfeld des Spiels zwischen Union und Düsseldorf, haben sich Hunderte drangehängt und gesagt, ich gebe auch noch 3 Kisten, ich gebe auch noch 5 Kisten. Da wir angesagt haben, dass, wenn das Ziel erreicht ist, das gesamte überschüssige Geld an soziale Projekte geht, 2 in Bremen, 1 hier in Berlin, hoffen wir, dass noch ein bisschen was zusammenkommt bis Montagabend. Die Frage des Tages, wie startet man standesgemäß in das Heimspieljahr 2020? Wir fragen Rena Wiechmann. Was für eine Bude zum 1:0 gegen den FC Bayern München 2, kann man mal so machen. Ja, manchmal muss das, glaube ich, auch einfach so sein und dann so ein Tor passieren. 2:0, Deckel drauf, 3 Punkte und ein weiterer Schritt in Richtung Aufstieg. Sind natürlich nicht die gleichen. Ja, letztendlich ist es dann, finde ich, trotzdem ein besonderer Augenblick. Für die Stadt und für die ganze Region ist das enorm wichtig, dass Werder den Aufstieg geschafft hat. Ja, dass wir in dieser wirklich sehr spielstarken ersten Bundesliga jetzt mit unseren Werder-Frauen wieder dabei sind, das ist wirklich großartig. Hey! Augustinsson to take. The corner is good. Sargent with the header! And Füllkrug puts Bremen ahead. And the perfect tonic for Werder Bremen. Füllkrug back in the starting lineup today. Justifies his selection in spectacular fashion. Augustinsson into the box. And Füllkrug makes it 2 for Bremen. His night keeps getting better and better. It's Niklas Füllkrug. Who else? But to take the penalty, and now the chance to complete a hat-trick. It's a hat-trick for Füllkrug, it's 3 for Werder Bremen. Also war schon krass, weil Frankfurt ist wahrscheinlich das drittlauteste Stadion der Liga, nach Dortmund und nach dem Weserstadion. Und da dann anzufangen. Top-Mannschaft damals bei Frankfurt, Rebic, Alea, Jovic und ja,
Wir waren jetzt, sagen wir mal, so semi-selbstbewusst zum damaligen Zeitpunkt. War spannend. Erste Einheit hier im Stadion, kann ich mich gut dran erinnern. Und dann habe ich vergessen, das Warm-up anzusagen. Ja. Das war so, los geht's, aber ohne Warm-up. Hat Max mich dann daran erinnert, dass wir uns auch noch warm machen müssen. War ganz gut. Und Spiel war ein bisschen. Spieltag war ein Tunnel, kompletter Tunnel. Aber ein scheiß Ergebnis, ganz kurz vor Schluss dann das 2-1 zu kriegen. Ludde ist nicht eingerückt, jetzt kann ich ja sagen. Also ich glaube, ich könnte nahezu alle Spiele, zumindest sehr, sehr viele nochmal wieder erzählen. Ja. Was natürlich weniger wird, ist die Anspannung in der Woche. Da ist natürlich eine gewisse Routine dann auch dabei, das ist auch normal. Aber Richtung Spieltag, ich bin immer noch genauso angespannt wie vom ersten Spiel. Positiv angespannt und das bin ich immer noch. Isa, tudo bem, cara? Tô aqui pra te mandar um grande abraço. Oh, Claudio, dear Claudio. Hallo, lieber Claudio. Lieber Pizza. Bombardero de los Andes. Hello, Pizza. Hi, Pizza. Servus, Pizza. Lieber Claudito. Ja, lieber Claudio. Claudito. Pizza. Claudinho, mein Lieber. Es ist Zeit, die Schuhe aufzuhängen. Karriereende. Ja. Pizarro, Tor! Das größte Fußballtalent Perus. Pizarro! Gottes Willen war der gut. Class is permanent. Karriereende. Karriereende. Wie schön und wie verdient. Ja. Und es ist es! Das ist es! Das ist es! SV Werder Bremen ist deutscher Clubmeister 2019-2020. Ja, unfassbar geiles Gefühl. Ich wurde letztes Jahr Vizemeister. Dementsprechend war ich motivierter diese Saison. Und letztendlich haben wir es geschafft. Michi und ich haben eine überragende Saison gespielt und sind jetzt endlich deutscher Meister. Ja, die Fans erkennen einen natürlich dann auch schneller. Ein junger Spieler, der noch viel Potenzial noch nach oben hat und der hat noch viel Freude daran, denke ich mal. Was ist der Dalai Lama zum Frühstück? Butterbrot. Er hat praktisch die Hälfte seines Lebens beim SV Werder Bremen verbracht. Ja, das ist korrekt. Ja, ich habe den Ball gespielt. Ja, aber die Szene habe ich glaube ich auch noch vorne. Oh, a strong challenge there from Philipp Bargfrieder. Yeah. Maximum, das war Maximum gelb. And we are going to see a red card as well. Ich habe schon zu Beginn der Woche in einem Mediengespräch gesagt, dass wir vor einer unglaublichen Herausforderung stehen, dessen Dimensionen sich bislang vielleicht noch nicht für jeden vollständig abgezeichnet haben. Aktuell ist es einfach so, dass die Gesundheit der Bevölkerung und die Stabilität des Gesundheitssystems an oberster Stelle steht. Als es in Italien angefangen hat, da war es so das erste Mal dann, dass man ja, wirklich vor Ort wahrgenommen hat, was das für Auswirkungen haben kann. Ne? Wir wissen heute nicht, ob auch unsere Partner in Liquiditätsprobleme kommen. Wir wissen nicht, ob die Verträge, die zum Ende der Saison auslaufen, aktuell verlängert werden. Ich glaube, wenn uns jemand gesagt hätte beim,
beim Berlin-Spiel oder Frankfurt-Spiel, sagen wir das Berlin-Spiel, nächste Woche das Spiel gegen Leverkusen findet nicht statt, dann hätten wir gesagt, pff, ist ja Quatsch. Ja, grüß Gott, hier spricht Marco Friedl vom SV Werder Bremen. Wir erkundigen uns nach allen Mitgliedern des SV Werder, die über 70 sind, und wollten mal hören, wie es ihnen geht. Ob Werder etwas für sie tun kann oder was wir machen können. Wir haben ja so ein kleines, klitzekleines Care-Paket zusammengestellt, um ihnen einfach zu zeigen, wir denken an sie auch in diesen schweren Zeiten und wollen sie da nicht alleine mitlassen. Es soll nur ein Zeichen sein, dass wir Anteil nehmen und dass wir aufeinander achten sollen. I hope you're all okay in these difficult times. Just staying at home, staying safe and staying healthy. I'm also staying at home as a lot of other people in the world. I wish you guys all the best. Please stay at home, please stay safe and hope to see you soon. Bleibt zu Hause mit Familie und bleibt gesund. Die Aktion selber basiert darauf, dass Werder ein besonderes Trikot aufgelegt hat mit einem besonderen Frontdruck, das zu einem Sonderpreis derzeit verkauft wird. Und wir sind die Glücklichen, die aus dieser Aktion 5 Euro pro Trikot erhalten werden. Und heute ist mit diesem Scheck über 20.000 eine sehr, sehr große Summe schon an uns überreicht worden, für die wir uns sehr herzlich bedanken. Wir sind fit mit Werder. Und ihr könnt mit uns mitmachen. Habt ihr Bock? Dann fangen wir gleich an. Geht es auf die andere Seite. So, liebe Fans, wie ihr seht, bin auch ich ziemlich K.O. Haut rein. So, und jetzt eine Runde Quizduell. Wir dürfen unter sehr, sehr strengen Auflagen dieses Spiel wieder spielen. Und darüber habe ich natürlich schon eine große Freude. Perfekt. Gibt's nichts hinzuzufügen. Ich bin mega happy, wirklich. Sehr schön. Und müde bin ich gerade. Aber fantastischer Abend. Haben wir heute endlich mal gezeigt, was in uns steckt. Und ja, Glückwunsch an die Mannschaft, an die Fans, wie die uns heute gepusht haben. We talked about it a little bit before the game, if we would do it or not, and it was a very easy decision for me. I think I would do it 10 out of 10 times. Yeah, it's just very unfortunate what's going on in America right now, and unfortunately I think it's not only in America, it's all around the world. There's been injustice for quite some time now, so I think it's really good to see a lot of people coming together and supporting the Black Lives Matter movement.
Hallo, hallo. Ich bin's. Ein letztes Moin Moin, liebe Werder-Fans. Ich bin ja eher so ein Social Media und Selfie-Muffel. Versuche mich aber trotzdem auf diesem Wege, weil ich mich einfach sehr, sehr gerne bei euch verabschieden möchte. Vielen Dank für 6 unvergessliche Jahre. Bis bald, euer Finn. Und das ist der Treffer für Werder Bremen. Und diese Bilder verraten euch alles. Ja, am ersten gedacht, okay, das ist ein Tor. Vor ich habe das Tor geschossen. Und ich glaube, das war ein Problem, weil meine Balance war ein bisschen zum links. Und dann habe ich geschossen und war vielleicht etwas zu hoch für mich, weil meine Herzfrequenz war... Hattest du Angst, dass er Latte trifft oder rüber geht? Ja, ein bisschen. Ich war natürlich nicht sicher in diesem Moment, aber wenn der Ball war rein, dann war das natürlich ein unglaubliches Gefühl. Ich habe mich präpariert und habe auch extra die Haare ein bisschen grau gemacht. Wir wollen mal gucken, wie genau dieses Tor gefallen ist. Alle bereit? Ja. Und bitte. This is Bartels. Onside, play on, says the referee. Finny! 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 Finn Bartels, Finn Bartels! Auf dem Weg und da kommt Augustinsson! Und das ist der Treffer für Werder Bremen! And Augustinsson has secured Werder Bremen's Bundesliga survival for another year! Hallo liebe Werder-Fans, ich möchte euch gerne bedanken für dieses Jahr. War natürlich ein verrücktes Jahr für uns alle. Im Fußball, auch außer dem Platz mit der Pandemie, Corona-Pandemie. War kein einfaches Jahr, aber wir haben eure Unterstützung immer gefühlt. Das war schön. Jetzt wünsche ich euch ein frohes Weihnachten mit euren Familien und ein schönes neues Jahr. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Yeah, celebrating Christmas for me is just spending time with your family. I mean, you wake up in the morning, there's presents under the tree, you guys eat some good food and spend time with each other. So for me, it's a very special and amazing day. Yeah, it'll be very different. I don't think I'll be able to go home, and I'm not sure with this whole pandemic going on if I'll even be able to have my family come over here. So if I had one wish for Christmas, I would say for it to be able to be with my family.